Sie waren den ganzen Tag auf der Buchmesse. Was ist Ihr Fazit für den heutigen Tag? Ich war den halben Tag auf der Buchmesse und ich finde es aber sehr interessant und ich bin jetzt ein bisschen müde, aber sehr inspirierend und schön. Haben Sie ein Buch entdeckt, das Sie weiterempfehlen würden? Ja, aber das ist noch nicht veröffentlicht. Ein unveröffentlichtes Manuskript? Ja, ein unveröffentlichtes. Von wem? Der Herr steht neben mir. Der Herr steht neben mir. Wir wollen ihn doch gleich interviewen. Er hat ein Buch geschrieben, das es noch nicht gibt. Das ist doch etwas Aufregendes. Ja, finde ich auch. Wir suchen einen Verlag dafür. Wie heißt der? Jan-Peter Hintelmann. Jan-Peter? Hintelmann. Nicht vorne Frau, nee, sondern nein, Hintelmann. Hintel, genau. Herr genau. Hintelmann, würden Sie bitte ans Mikrofon kommen? Hallo, ich bin sehr geehrt, Sie hier zu treffen, Herr Rajonicki. Sie sind Herr Hintelmann, Sie haben ein Buch veröffentlicht, das es noch nicht gibt. Das ist richtig, ja. Wie heißt das Buch? Das heißt westliche Sinnfindung durch östliche Kampfkunst. In südlichen Gefilden? In welcher Art? Und Sie sind ein Nordlicht, wie passt das alles zusammen? Nun ja, der Osten und der Westen, alles rückt immer näher zusammen, ja. Der Norden und der Süden verschmilzt so im Nichts, ja. Wie ist der Plot Ihres Buches? Es geht um die Kunst, Körpertechnologien, ja, Bewegungsformen so einzusetzen, dass das menschliche Bewusstsein, dass der Geist reifen kann an diesen Bewegungsmustern. Das Buch ist fertig. Das heißt, die Kunst ist zu Ende, jetzt beginnt für Sie der Kampf, einen Verlag zu finden. Ja, das könnte man eher einen Kampf nennen. Haben Sie schon einen Verlag gefunden? Ich bin schwer auf der Suche, um ehrlich zu sein. Ist es ein Lebenshilfebuch? Wenn es um Kampfkunst geht, Verteidigung für Frauen. Nein. Selbstverteidigung. Nein. Alles etwas wird angerissen. Es geht mir darum, dass die Menschen lernen, sich mit Freude zu bewegen, sich in Einklang mit ihrer Natur zu bewegen. Und Kampf ist sozusagen nur ein Mittel, ja, nur ein Randphänomen des Ganzen. Was soll Ihr Buch kosten, wenn es denn einmal fertig ist? Es soll so günstig sein, dass sich Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen das Buch kaufen können, damit sie sich informieren können, als eine Art Ratgeber, daraufhin präziser die Künste auswählen können, die sie machen möchten, dass sie im Alter weniger Verschleiß haben, dass sie... Es geht um Verschleiß im Alter. Ich glaube, ich werde das Buch lesen. Ja, genau. Es geht um Verschleiß im Alter. Es geht darum, gesund alt zu werden. Das könnte Ihnen, Herr Rajonicki, vielleicht auch helfen. Ja, sicher. Danke sehr. Ich hoffe, dass es den Leuten zugutekommen wird und die Menschheit davon profitieren wird. Wir hoffen alle, dass die Menschheit vom Manuskript des Herrn Hintelmann profitieren wird und geben zurück ins Studio. Dankeschön. Danke sehr.